einen wunderschönen guten Tag aus Köln und herzlich willkommen. Zuletzt haben wir Ihnen gezeigt, wie Sie Daten von Unternehmen online einrichten und Belege hochladen. Nun wollen wir mit der Bearbeitung der Belege durchstarten. Wie die Belegbearbeitung in der Bearbeitungsform Standard funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt. Im ersten Schritt öffnen Sie wie gewohnt Daten von Unternehmen online. Sollten Sie mehrere Unternehmen zur Auswahl haben, müssen Sie sich zuerst für eines entscheiden. An dieser Stelle gebe ich Ihnen einen kleinen Tipp. Standardmäßig sind die Belegtypen Rechnungseingang, Rechnungsausgang, Kasse, Sonstige und ohne Belegtyp vorerfasst. Sollte Ihnen das nicht reichen, weil Sie zum Beispiel für Ihre Mastercard einen separaten Belegtypen benötigen, ist das kein Problem. Sie können ohne weiteres individuelle Belegtypen hinzufügen. Wenn Sie auf der Startseite Belege sind, sehen Sie hier auf der rechten Seite die kontextbezogenen Links. In diesem Fenster haben Sie die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. Dort gehen Sie in die Stammdaten. Jetzt öffnet sich das Fenster Stammdaten, in dem Sie direkt in den Einstellungen der Belegtypen sind. Gehen Sie auf Verwalten. Im unteren Bereich des geöffneten Fensters finden Sie die Belegtypen-Neuanlage, in der Sie den Belegkreis auswählen, den Belegtypennamen eintragen und die Option Beleginformationen Buchführung in Kanzlerrechnungswesen anhaken können. Haben Sie diese Einstellung vorgenommen, müssen Sie mit Anlegen die Neuanlage speichern. In der Belegtypübersicht sehen Sie die verschiedenen Belegtypen, unter anderem den, welchen Sie soeben angelegt haben. Rechts in der letzten Spalte haben Sie die Möglichkeit, über die Pfeile, die nach oben und unten zeigen, die Reihenfolge im Posteingang zu ändern, sofern Sie eine andere Anordnung bevorzugen. Die Anordnung wird im Beleg-Upload automatisch nach Häufigkeit sortiert. Upload ist das Stichwort für einen weiteren Tipp von mir. Zwischendurch sollten Sie kontrollieren, wie viel Sie in der Cloud-Lösung schon von Ihrem Datenvolumen verbraucht haben. Ihr Datenvolumen finden Sie ebenfalls unter den Einstellungen. Hier können Sie sich das Volumen anzeigen lassen. Um die Belege bearbeiten zu können, kehren Sie zur Startseite der Belege zurück und gehen unten links über unbearbeitete Belege in die Belegübersicht. Weiter geht es mit dem Anzeigen der Belege. Aktuell befinden wir uns im Posteingang und wählen alle unbearbeiteten Belege aus. Auf der linken Seite können Sie sich über den Reiter zwischen den Ablageorten wählen oder alle Belege auswählen. Sie können nach den verschiedenen Belegtypen, dem Bearbeitungsstatus oder nach dem Zahlungsstatus filtern. Sollten Sie zum Beispiel mehrere Seiten einer Rechnung eingescannt oder hochgeladen haben, die zusammengehören, ergibt sich für Sie die Möglichkeit, die Rechnung zu heften. Sie markieren die Rechnung in Seitenreihenfolge und klicken dann auf Heften. Wenn Sie den Belegtypen beim Upload falsch ausgewählt haben, können Sie diesen im Nachgang abändern. Somit müssen Sie bei falscher Auswahl nicht wieder von vorne anfangen und den Beleg nochmals hochladen. Über den Rechtsklick auf einen Beleg können Sie mit dem Belegtyp ändern, diesen zum Beispiel von Rechnungseingang auf Rechnungsausgang umspeichern. Sofern Sie den Zahlungsverkehr in Unternehmen online nicht nutzen wollen und keine Zahlung über diese Anwendung erfolgt, sind Sie an der Stelle mit dem Hochladen der Belege fertig. Wenn Sie Ihrem Steuerberater zu einer Rechnung etwas mitteilen möchten, wäre es sinnvoll, den entsprechenden Beleg zu bearbeiten. Hier in der Belegübersicht können Sie im Anwendungsbaum einen neuen Ablageort hinzufügen. Bitte beachten Sie, dass Sie nicht unnötig viele Ablageordner hinzufügen müssen. Im Bereich der Buchführung legen Sie für jedes Jahr nur einen Ablageordner an, indem Sie auf die Buchführung einen Rechtsklick machen und Ablageort hinzufügen klicken. Diesen nennen Sie zum Beispiel Buchführung 2020, gültig vom 1. Januar bis 31.12. des entsprechenden Jahres. In diesem Ordner landen automatisch alle Rechnungen, die vom Steuerbüro oder von Ihnen im Kassenbuch verbucht wurden. Bitte lassen Sie grundsätzlich alle Belege im Posteingang liegen, da das der Importordner Ihrer Kanzlei ist. Sollten Sie über Daten von Unternehmen online die Zahlung vornehmen, müssen Sie die Belege im Anschluss bearbeiten. Jetzt zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre Belege bearbeiten. Wählen Sie nun die zu bearbeitenden Belege aus und klicken Sie Bearbeiten. Die OCR-Erkennung versucht jetzt alle Daten auszulesen.
Die OCR liest die Rechnung und kann die Felder für Sie ausfüllen. Werden die Felder grün angezeigt, hat sie die Daten zu 98% erkannt und übernommen. Sollten die Felder orange hinterlegt sein, hat er etwas erkannt, ist sich allerdings nicht sicher und Sie sollten die Eingaben der OCR einmal vergleichen und auf Richtigkeit überprüfen. Die fehlenden Angaben müssen zusätzlich noch ergänzt werden. Je öfter Sie Belege bearbeiten und hochladen, desto mehr erkennt die OCR, da sie stetig lernt und Rechnungen wiedererkennen kann. Wenn ein Geschäftspartner zum ersten Mal vorkommt, geben Sie den Namen oder den Firmennamen ein und fügen diesen über die Plus-Taste hinzu. Alternativ können Stammdaten nachgetragen werden. Sollten Sie Geschäftspartner haben, die mehrere Bankverbindungen haben, können Sie im Reiter Bank die gewünschte Bank hinzufügen. Sollten Sie mehrere Banken hinterlegen wollen, wäre es sinnvoll, eine Bank als Standard zu hinterlegen. Handelt es sich um eine Lieferantengutschrift, Rechnungskorrektur, setzen Sie den Haken hinter dem Rechnungsbetrag. Weitere Informationen zu der Überweisung zum Beleg können Sie in dem Notizfeld machen, um für den Sachbearbeiter, der die Buchhaltung verbucht, eine Anmerkung oder einen Hinweis zu hinterlassen. Soll ein Skonto abgezogen werden oder anders vermerkt werden, klicken Sie auf das Stiftsymbol. Wenn es sich um eine Lastschrift handelt, müssen Sie den Haken bei Überweisung erstellen herausnehmen. Haben Sie alle Belege bearbeitet, klicken Sie auf Speichern und weiter. Entweder folgt hier der nächste Beleg oder Sie werden gefragt, in welchem Bereich Sie von Unternehmen Online als nächstes wechseln wollen. Hier haben Sie die Wahl zwischen der Startseite Belege, der Belegübersicht und zur Liste der Zahlungen zum Senden exportieren. Über die Startseite Belege gehen Sie in die Belegübersicht. Von dort kommen Sie zur Liste Zahlungen zum Senden exportieren. Nachdem die Belegbearbeitung erfolgreich durchgeführt wurde oder die digitalen Belege verbucht wurden, können Sie Rechnungen über die Suche finden, zum Beispiel über Name, Betrag, Datum, Rechnungsnummer und so weiter. Somit sind Sie in Zukunft wesentlich schneller, wenn Sie eine Rechnung suchen müssen. Hiermit können Sie Rechnungen in Sekundenschnelle finden und ersparen sich das mühevolle Suchen der Papierablagen. Jetzt wissen Sie, wie Sie in Unternehmen online die Belege bearbeiten und können direkt durchstarten, um alle Belege in digitaler Form zu archivieren. Im kommenden Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Bank schnell und einfach im Überblick behalten und Zahlungen ausführen können. In diesem Sinne viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.